So. Ich begrüße einfach mal jetzt die lieben Leute dort draußen vor den PCs zu dieser neuen Folge von 7 Days to Die. Wie auch schon in der letzten Folge sind mit dabei die Jorle. Das ging jetzt super fast, aber hallo. Hallo. Und der Mr. Flag. Hallo, ich habe Blaubeerenkuchen. Guten Appetit. Yum, yum, yum. Ich sag halt, du siehst immer noch so heiß aus. Ja. Ja, warte, Nein, ich wollte das doch abdrehen. Nicht essen. Ich wollte mal ein Foto von ihm machen. Oh Mann. Spät. Ist gefressen. Wenn da unten randaliert wäre. Ja, lass sie doch jetzt. Aber noch laufen sie nicht. Hat noch jemand Holz von euch? Ich muss noch ein Woodframe upgraden. Was ist das denn? Schlafsäcke, weil wir clever sind. Also, kann ich mir auch einmal einbauen. Ja, guck doch mal. Warte, bis du upgegradet hast. Geht ja nicht, da brauche ich Holz für. Ja, warte, hier, ich mach dir doch ein Frame. Ich mach. Aber er muss sich doch selbst. Kann ich nicht einbauen. Gebaut hat er. Kann ich die nicht einfach hier upgraden? Hier ist ein Bedroll. Hab für ich. Wen der möchte. Jetzt soll ich ein Campfire bauen. Heißt nicht. Ich hab keine Scheine. Ich brauch Holz, um das abzugraden. Ja, hier nimm. Ich hab dir was hingeschmissen. Wood. Habt ihr was hingeworfen? Ich bin voll der Aufsteiger. Wie geht's mir eigentlich? Quest completed. Basic Survival 7 von 8. Craft a Bedroll. Jetzt soll ich eine Bedroll craften. Ich krieg die Krise. Man kann auch dieses Fahrenheit jetzt übrigens umstellen in Celsius, aber ich glaube, das können wir nicht. Also, man Ich hab einen Skillpoint gekriegt für Completing the Basic Survival Quest. Ach nee, ja, das müsste ich jetzt auch gleich kriegen. Unit C. Denial Command. Na toll. Das klingt so, als würden die da unten die Bude auseinandernehmen. Ja. Ja, ich meine, der Sister wird das schon halten hier. Oh ja. Der packt das. Ich habe noch einen Schuss für meine Krawums. Was machen wir denn jetzt? Wir können uns ja in der Nacht, so haben Minjas und ich das gemacht, das ist auch mal ganz gut, vielleicht das neue Skillsystem anschauen, Flag. Du hast das ja auch noch nicht gesehen. Ich bin gerade dabei, die Quest. Ja, können wir machen. Gather Small Stone, verdammt. Okay, ein neues Skillsystem. Also, mach erstmal deine Quest da fertig. Habe ich. Ich müsste jetzt Stone sammeln. Ach so. Ja gut, dann können wir ja mal in die Skills schauen. Ich schaue in die Skills. Es gibt hier zum Beispiel den Sexual Tyrannosaurus. Was? Ja, da unten. Mach's doch einfach mal auf. Es sind jetzt. Wie heißt der? Mehr als 50. Vorher waren es 25, also mehr als die Hälfte ist dazugekommen. Sexual Tyrannosaurus. Da ist er doch. Der irgendwie sortiert, wenn ich versuch's gerade. Quality Joe, Fast, irgendwas. Seite 1. Da oben steht doch eine Zahl. Seite 1, 2. Ja? Seite 1. Sexual Seite 1. Tyrannosaurus. Doof oder hab ich den nicht? Ich hab das Kamel. Athletics. Sexual Tyrannosaurus. Alles klar. Und der macht was? You have the stamina of this. Okay, ich habe die Ausdauer eines Tyrannosaurus. Genau. Es gibt aber jetzt auch ein bisschen was anderes. Und zwar gliedern sich einige Sachen unter. Zum Beispiel dieses Gunsmithing auf Seite 2, kannst du jetzt mal gucken. Und Construction Tools. Zu Befehl. Da musst du erst in Construction Tools musst du erst Punkte versenkt haben, um dann zum Beispiel Concrete und Steel oder eben die Workbench freizuschalten. Es gibt jetzt nämlich eine Workbench. Und auch so ein Zementmixer. Das ist total tolle. Also die sehen auch richtig gut aus, diese Objekte. Und dazu brauchst du jetzt also eben nicht mehr die Bücher. Also Steel kannst du halt herstellen, wenn du ins Construction jetzt als Beispiel 40 Punkte investiert hast. Siehst du das? Ja, gut. Auf jeden Fall. Und Gunsmithing jetzt als anderes, das gliedert sich dann auch, ne? 9 mm, 10 mm. Du brauchst halt eben nicht mehr die Bücher für diese, ich sag mal doch, Must-Have-Sachen. Verstehe. Ansonsten, gibt's noch Bücher? Ja. Also ich werde natürlich die Punkte in die wichtigsten Sachen reinlegen, wie Athletics, denke ich mal, ist wichtig. Ja. Damit ich viel hin und her rennen kann. Was brauche ich noch? Ich brauche noch, hier Treasure Hunter ist auch ganz wichtig. Ja, gibt auch jetzt neu, das ist auch neu, gibt es Treasure Hunter. Du kannst nach Schätzen suchen, Tatsache. Gibt es so Schätze. Leggy, kannst du dich einmal zu Jorle irgendwie stellen? Ich möchte ein neues
Ich stelle mich so. Drück F7. Es ist die Taste F7, denn. Was F7? Passiert dann? F7, dann hat sie das ganze Interlay nicht und die Namen und so. Das werde ich mit mir angewöhnen, dass ich das jetzt auch immer so mache. Guck mal, ich kann auf Flanky draufstehen. Guck mal, ich kann auf Flanky draufstehen. Toll, super. Fühl mich richtig nützlich. So, danke dir. Danke euch. Ich fühle mich so nützlich. Alles wirkt perfekt. Kann den anziehen. Hey, wir haben gar keinen Mond. Ach da, eine Mond. Der Mond ist aufgegangen. Hat jemand noch Steine? Ein paar Steine? Ich hab Zombie-Fleisch eingesammelt. Das muss Wie viele weg. Brauchst du denn? Ja, ich wollte mal die Quest mit dem Campfire machen. Nee, also ich muss es gerade verneinen. Aber ich hab doch keine Steine mehr. Die musst du doch gathern, oder? Gather Smallstone, ja, habe ich anscheinend schon. Du hast einen Frosch zu Hause. Quack! 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 Camo-Blöcke. Boah, es gibt so viel Neues. Ihr könnt ja mal oben eingeben, die Workbench, dann seht ihr schon mal, wie die aussieht. Und das ist richtig, die macht was her, ich sag's euch. Tolles Ding. Okay. Da, kannst du dir vorstellen, wir haben dann später mal so einen ganzen Keller nur Heimwerkerzeug oder sowas. Wäre doch voll geil. So ein Raum nur, wo du basteln kannst. Ah, die Workbench ist neu, oder? Ja. Und es gibt halt noch Zement. Gib mal Zement ein. Ups. Zementmixer. Muss mal ganz kurz den ganzen Krempel hier scrappen. Auch ein neues Objekt. Kannst du auch hinstellen. Man kann Minen scrappen? Was gibt denn das? Na, es wird ein bisschen Eisen geben, denke ich. Nein, das ist viel zu schade, um Minen zu scrappen. Gib mir mal deine. Nein. Dann kann ich sie stacken. Nein. Meine Minen? Hier ein bisschen Tuna futtern. Yum, yum. Und Katzenfutter. Oh ja, lecker. Lecker. Immer rein damit. Chicken. Das gute Eigenblut. So, erstmal gucken hier. 10%, 5%. Was sind das, meine Widerstandsfähigkeiten? Was denn? Guck in meinem Charakterscreen gerade rum. Ja, genau. Schlag, Stich, Feuer. Ich sehe so toll aus. Und Radioaktivität. Wobei das natürlich in der Random-Map nie eine Auswirkung hatte, ne? Diese Radioaktivität. Aber hier in Navis Gain, wenn es den Rand wieder gibt, ich weiß gar nicht. Den gibt es. Ja, den gibt es. Dann ist das vielleicht. Vielleicht gibt es da Schätze oder so. Und dann musst du eine hohe Radioaktivitätswiderstand haben. Wer weiß das? Was wollte ich sagen? Aus welcher Richtung sind wir denn gekommen? Von dem kleinen Park, ne? Von hier, von Süden. Von den blauen Bergen kommen wir. Also wir waren nicht bei den beiden Brücken. Also Mission, wir suchen die Kirche, ja? Ja, die Kirche. Ja. Guckt mal, ich kann hier drauf langrennen, ohne runterzufallen. Wow. Voila. Voll runtergefallen. Ob er dabei jetzt Tatsache Athletics gilt? Ist ja mal lustig. Du meinst, wir können jetzt hier auf dem Dach rumlaufen und Athletics gehen? Ja, sicher. Eigentlich müsste das funktionieren. Komm, wir machen mal ein paar Runden hier auf dem Dach. Die Ecke ist ja gefährlich, ne? Dann lauf doch hier auf dem Boden rum. Ja, aber das macht gar keinen Spaß. Ich skille Athletics. Was hast du heute? Jetzt hier auf dem Dach oder was? Rum. Ja, ehrlich mal. Was hast du heute in 7 Days to Die gemacht? Ich habe Athletics geskillt. Wir könnten ja eigentlich auch mal irgendwas craften, denn es geht man ja auch, aber nein. Nein, wir wollen ja Athletics skillen. Dauert aber lange. Ich habe schon ein bisschen Leder. Ich gucke euch einfach mal zu. Ich bin halt einfach nicht die Sportskanone, ne? Das kann ich einfach nicht. Das ist Lauf den Kilometer in 3 Minuten. Leather chest, Leather. Animal Hide. Ach, ein Bandana kann man sich selbst herstellen. Das ist ja nicht gleich K.O. Was hast du auf dem Kopf, Jenny? Wie, was meinst du, was hab ich auf dem Kopf? Weiß ja nicht, ich bin außer Atem. Ich muss erstmal was, kann ich das trinken? Cloth Boots? Für Dinger? Boots are made for walking, ey. Du wolltest mich angucken, Fleck? Was auf. Ja, boah, der hat einen Footballhelm auf dem Kopf. Und eine merkwürdige Brille. Dupschi-Brille. Mann, ey, ich sehe aus wie so eine fette Zwiebel, einfach eingepackt in alles, was geht. Ja. Was man so finden konnte. Ja, guck dir meine schönen Haare an.
Das sieht bei dir ein bisschen aus wie so eine Perücke, ich weiß auch nicht. Was sagst du, Jenny? Was? Ja. Also hübsch das ist stimmt. Das nicht. Hübsch ist das nicht. Gibt jetzt auch so vorgefertigte Charaktere, die sind allesamt irgendwie cool geworden. Also gibt ein paar hübscher. Ja. Wer darauf zum Beispiel keine Lust hat oder so, dann nö. Aber ich bin ja wohl wesentlich schöner als ein vorgefertigter Charakter. Ist übrigens auch nochmal eine Übersicht deiner Quests, ne, neben den Skills. Ah, Athletics Level 5, yay. Tatsache, das ist ja der Hammer. Ich trainiere. Light Armor. Wenn wir demnächst nichts Besseres zu tun haben, laufen wir einfach irgendwo im Kreis. Ja. Gibt jetzt aber auch nicht mehr so viele Punkte, die ihr ausgeben jetzt könnt, ne? Weiß ich, warum Jorle sagt, sie wäre nicht so die Sportskanone. Die sieht doch etwas unförmig aus. Arschloch. Habt ihr Ice Age gesehen? Wie, den dritten? Der ist doch noch gar nicht da. Naja, irgendein Ice Age mit der Mammutdame. Ja, logisch. Sid ist muss ich gerade denken. Wer krollt denn hier so? Willst du mir irgendwas sagen? Hier krollt wer? Jenny, du musst die Fackel tragen, damit wir hier so ein Fackellauf-Feeling haben. Haha! Rennen die andersrum? Ja, wir tragen das Ding nach Olympia. Lass uns das Ding nach Olympia tragen. Nach Olympia? Du hast mich gerade voll verbrannt. Nein, habe ich nicht. Ja, klar. Klar. Kann man hier was noch so gibt. Kann hier was abbauen? Steine. Ach so, ja, es gibt. Was ich denn? Ich glaube, diese roten Pflanzen. Nee, daraus kann man immer noch keine Seeds machen. Ich dachte, man kann die roten Blümchen jetzt auch schon anbauen. Wollten die das nicht gemacht haben? Okay. Schade. Was wollten die gemacht haben? Die roten Blümchen. Ich sehe ja echt merkwürdig aus, ne? Ja, ein bisschen. Ach, du bist doch mal hübsch. Der da ist merkwürdig. Nein. Guck mich doch mal an, bitte. Ja, hallo. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber schau mich an. Au, wer haut hier? Achso, du bist es. Auf den Toten. Ja, aber da kommt nur Hackepeter raus. Ich hab das gesehen. Ja, du weißt doch, Hacke daraus Peter wird aber... Hackepeter und Kackepeter. Genau. Alles klar. Können wir jetzt mal... Es ist 2.30 Uhr. Die Nacht verstreicht aber auch jetzt extrem lang. Ich will weiter, ich will zu meiner Kirche. Wenn ich sagen muss, ich trainiere gerade hier Tools, okay. Wie das heißt. Zwar nichts, aber es trainiert. Hier gibt's jetzt... es gibt ein Camo-Netz. Wie gut ist das denn? Aber schaut doch auch mal hier bei... Tarnnetz? Ja, es gibt ein Tarnnetz. Tarnschminke-Gesichter, du warst das doch. Es gibt jetzt bei Wood... also neue Frames, diese Frame Wedge, ne? Das sind andere. Die sind auch neu. Wood. Block Cabin Wood Block. Den gab's ja schon vorher, oder? Wooden Support Beam. What the. Was gibt's denn hier alles noch? Ich craft mal kurz andere Sachen. Den Zementmixer ist ja süß. Hm? Ja, sieht doch cool aus. Also, wenn du ihn hinstellst, ist das schon ganz lustig. Camo-Net, Tatsache. Ja. Sehen einen dann auch die Zombies nicht, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich meine, es geht ja auch PvP. Viele spielen ja auf dem Server PvP. Da steht PvP. Es. Camouflage your base. Unfortunately, Zombies seem to find you by smell. Okay. Ja. Ja, es ist nur für PvP und halt optisch. Ist aber auch nicht schlecht, ich meine. Was ist denn das? Ach, jetzt meinst du, jetzt weißt du, was du mit Zementmixer meinst. Nein! Du kannst jetzt Buchstaben machen? Ja, stimmt, es gibt Buchstaben. Nein! Wie geil! So eigene der Zimmer und dann steht hat da seine Basis mit verschönt. Also ja, Minas hat Serendipity geschrieben, ne? Hm? Was hat er geschrieben? Serendipity. Was ist denn das? Das ist seine Frau. Ach so? Ja, Nicole. Hm? Mann, ey, du kommst auch von gestern, ne? Aus dem Moostopf. Kann ich das kochen? Nee. Lustig, da bin ich im Hirnschutzteam und du weißt nicht mehr, wer das ist. Was ist denn das? Warte mal, was ist das jetzt? Das, man kann... Nein, ich frage jetzt auf die Gefahr, dass Jorle wieder ein Herzkaschback kriegt. Was? Konnte man schon immer Antibiotika kochen? Ja, mit dem Beaker! Mit dem Beaker!
kein Boiled Water übrig. Mit dem blöden Beaker. Siehst du wieder was gelernt? Grilltes Fleisch. Ich hab doch ein Ei hier. Mit Eier kann man nichts. Doch, hier Boiled. Wir hatten Ostern. Hör mal auf, jetzt hier von Eiern zu reden. Ich hab bottled. Bombus, ich glaube, wir können jetzt langsam losgehen, oder? Ja, endlich hier. Attacke! Attacke! Lassen wir unsere Sleeping Bags hier einfach liegen, Jenny? Ja, würde ich erstmal sagen, gut. Oder? Ja, die kosten jetzt ja auch keinen Stoff mehr, sondern nur noch Plant Fiber. Runter mit euch! Da Klaus, komm, ich komm nicht runter. Hilfe! Da. Na, gerade so, ne? So, wohin gehen wir? Erstmal wollten wir doch hier looten, oder? Ach so, ja stimmt, ja, wir sind noch gar nicht durch beim Stift. Da waren wir ja noch gar nicht. Ne? Ja. Ja. Ich brauche nur Stein, ich muss Axte machen. Du machst nicht die Kiste kaputt, Digga. Hier in den Hintern. Hab gar nichts gemacht. Du doch nicht. Der Typ hier. Aber wen hast denn du da? Da hat sich einer niedergelegt. Gehst du da jetzt rein? Ja, natürlich gehe ich da rein. Da kommt da seid ihr rein vorne? Ja. Ist durch offen. Den Haupteingang. Oh, der gute Kaffee. Nichts drin, scheiße. Ach, dann kommt ein Dicker. Oh, ihr seht schon, der Kontrast hier. Du siehst nichts, ne? Nichts. Kontrast. Ja, ist dir das nicht sofort aufgefallen, als du hier rein bist? Doch. Mann. Oh, noch ein Steel-Shovel. Ein Kabel. Na, oh Gott, man sieht nichts, ne? Nimm doch der Ich schlag euch die Kisten auf, weil ich keinen Platz habe. Okay. Schlag uns die Kisten auf. Leuchte dir. Ich leuchte dir und du schlägst auf wie eine Mild. Blutpakete. Eine Ho war drinne. Helft ihr mir bei der Tür? Helfe ja, schon, bin schon da. Braucht wer eine Wrench? Ja. Ja, nimm mit. War das eine Frage oder was? Er hat das nicht ernsthaft gesagt. Ich frag doch nur, weil ich eine habe, ihr Napfsülzen und sie nicht brauche. Der Gepärdesing. Ihr Napfsülzen, wo sind die jetzt gelandet? Napfsülzen nennt er uns. Ja, ich weiß. Mal hier ein bisschen was scrappen. Wird erstmal gescrappt, dass die Schwarte kracht. Na, du wirst auch gescrappt. Gut, rein da. Oh, man sieht's fast nicht, ne? Aber hier sind zwei Kissen. Aua! Warte, ich leuchte dir, sonst werde ich wieder gehauen. Was ist kaputt? Ich schlage Jolle heute schon den ganzen Tag mit der Axt. Alles klar. Hier war nichts drin. Wenn's denn Spaß macht. Oh, da hinten ist offen. Was ist denn das hier? Ih, wo bin ich denn durch? Da, jetzt da ist Flaggy genau auch durch. Drin. Das ist meine Hackeraxt. Da ist meine Hackeraxt. Einmal scrappen. Lass, sie ist da schon auf. Also, ich dachte, du schlägst auf die obere ein. Da war ein Anvil drin. Nix drin. Verflixt. Hui. Haxen. Hier ist nichts drin. Ah, wieder eine Ho drin. Ach. Okay, das war enttäuschend. Nein, jetzt habe ich das gedroppt. Egal. Aber eine, also ein Hard Metal da haben wir. Rebirth Frame, 18 Stück. Aber sonst. Ach. Wer will die Steel Shovel? Hier, warte mal. Komm, wir tauschen. Du kriegst den Wrench. Was? Nee, warum schmeißt denn hier einer Let weg? Das war ich. So, oh, Mädel, da! Nimm die Wrench mit. Hör auf zu heulen. Hier, nimm die Steel Shovel. Kriegst du eine Backpfeife. Also, ich gehe jetzt mal eben gucken, ob ich die Kirche finde. Hast du die? Ja, okay. Ja, wir sind da. Wir kommen raus. Wir folgen. Ah, 10 Blatt Papier braucht kein Mensch. Ja, Bäh. Wo
Wo ist er? Da. Arrowhead Apache. Arrowhead. Oh, bitte, lass da die... Flugzeug, oder? Ja, nee. Ja. Aber ein echtes. Ja, ein echtes. Ah, hier ist noch eine Brücke. Und ein riesengroßer See. Mit mir durch? Sie hat sich verlaufen. Irgendwo war jetzt hier noch ein Schwein. Hier war ein Schwein. Ein Schwein. Okay, kommt jetzt drauf an, ob da eine Sau war? Nee, aber Fleisch. Fleisch. Jeder weiß, in der Nähe von Kirchen treiben sich viele Schweine rum. Achso, ich brauchte Steine. So, das so. Hätten wir jetzt durch ein Campfire bauen. Campfire. Das ist alles aufregend. So, seid ihr über die Brücke gelaufen, aber wo seid ihr hinten? Nein, ihr seid wir sind doch noch hier. Ich bin noch hinter der Brücke. Habe ich jetzt das Campfire hingelegt? Gehen wir über die Brücke. Ob die wieder zusammenbricht? Ich würde ja so lachen. Die sind ja früher immer alle zusammengebrochen, ne? Place Campfire. Da war die Statik noch nicht so ausgereift wie heutzutage. Nee, das stimmt schon. Ist auf jeden Fall besser geworden. You earned a skill point for completing the basic tralala. Sasa. Yay, aber ich glaube, es gibt halt nicht mehr diese 130.000 Skillpunkte, die du denn bekommen hast, sondern jetzt echt nur noch so ein, zwei, ne? Dann werden wir uns die mal schön aufsparen. Okay, das reicht erstmal an Stein. Jenny, du bist rübergelaufen und es funktioniert. Ja. Geil. Ja, ich bin drüben. Over the bridge. Das kann doch nicht sein. Was denn? Achso, wir suchen immer noch die Kirche. Ich hab's vergessen. Ja, wir suchen noch die Kirche. Aber ich meine, das hat sich ja alles verändert. Oh! Ich wollte den Stein hier. Nee, hier ist verbranntes Biom wieder. Ich hab ne Keule. Wow, jetzt hat er mir das Bein gebrochen. Hier ist verbranntes Biom. Er ist tot. Okay, Lynch. Verbranntes Biom, das ist nicht gut. Hm. Nee. Meinst du, die war vielleicht nicht eher so Norden? Ich weiß ja noch nicht genau, wo wir überhaupt sind. Also wo genau wir auf der Karte gespawnt sind. Man weiß es ja nicht. Also ich weiß, wo das Ende der Karte ist. Das Einzige, was es noch sein könnte, auf der anderen Seite, auf der anderen Brückenseite. Mal hinterher. Der was Jenny hinterher. Hier. Achtet wer auf die Folgenlänge? Ich hab's nämlich nicht gemacht. Ja, wer vielleicht mal wieder so weit? Wer wieder so weit wollen wir? Ja. Oh Gott. Ja. Da ich überraschenderweise, was wir feststellen mussten, es ist wieder soweit, uns aus der Folge zu verabschieden, tue ich das jetzt auch hiermit und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.